Kontrolle und Moderation sind unerlässlich, um Hassreden gegen Frauen, Migranten oder religiöse Überzeugungen zu erkennen. Diese Hate Speech breitet sich im Internet immer mehr aus, warnt ein neuer Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. Die Studie konzentrierte sich auf Bulgarien, Deutschland, Italien und Schweden. Näher untersucht wurden die sozialen Netzwerke X, ehemals Twitter, Telegram, YouTube und Reddit. Von den 1500 analysierten Beiträgen wurden mehr als die Hälfte als Hassreden eingestuft. Frauen sind das Hauptziel des Hasses, der auf den Plattformen und in den untersuchten Ländern geäußert wird. Fast die Hälfte aller Hassbotschaften wurden als unmittelbare Belästigung eingestuft. Die mangelnde Transparenz und Moderation sozialer Netzwerke ist ein zentrales Problem. In dem Bericht wird festgestellt, dass eine unabhängige Kontrolle durch die zuständigen Behörden wichtig ist, um möglichen Verletzungen der Grundrechte vorzubeugen.